Hi ho, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde. Willkommen zu einem kleinen neuen Let's Test. Und zwar möchte ich heute das Spiel Lantern Forge ausprobieren. Das ist eine Mischung aus Sandbox-Spiel und Rollenspiel. Und da Sandbox-Spiele ja immer mehr im Kommen sind, also ich gebe selber zu, dass ich auch einige Spiele, so wie Minecraft und Don't Starve, ja, gebe ich voll und ganz zu, habe ich gedacht, ich probiere mal ein Sandbox-Spiel in einem Let's Test aus. Und da ist mir heute Lantern Forge über den Weg gelaufen. Ich werde mal reingucken und vielleicht wird daraus sogar ein Let's Play. Also mal sehen. Gut, erst einmal Create Load. Hier haben wir die ganzen Slots, wo wir neue Spiele createn können. Das machen wir auch mal und kommen in die Charaktererstellung. Also, wir können zwischen männlich und weiblich wechseln und einen Namen eingeben. Also erst einmal natürlich meinen Namen. Gerade falsch geschrieben. Brenoir, so. Und dann die Haarfarbe können wir noch ein bisschen anpassen. Weiße Haare stehen mir nicht so wirklich. Ich mag lieber was Braunes. So, und Create. So, dann starten wir einfach mal ein Spiel. Tipp, Steinwerkzeuge sind lausige Waffen. Ja gut, das habe ich schon erfahren müssen. Ich habe nämlich einmal kurz in das Spiel reingeschaut. So. Und dann geht's los. Erst einmal müssen wir auf Holz und Steinen rumklopfen mit der bloßen Faust. Wie man das ja kennt. Und dann können wir hier über Crafting schon mal uns eine Steinpicke machen. So. Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte gerne den Stick wieder einsammeln. Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und eine Steinaxt. So. Und den Rest packen wir dann ins Inventar. So. Gut. Jetzt können wir mit der Axt können wir Bäume fällen, wie man es kennt. Und kriegen dabei Loks raus. Und mit der Picke können wir theoretisch ein Rat, denn okay, davon halten wir uns lieber mal fern. Mit Ratten ist nicht so, mit eigentlich keinem Vieh ist hier wirklich zu spaßen in dem Spiel. So, wir holen uns jetzt erst einmal Stein und Loks. So. Kriegen auch ein paar Pilze währenddessen. So, und packen mal das ganze Zeug ins Inventar. Wir kriegen sogar einen Setzling. Ja, wie gesagt, es ist ein Sandbox-Spiel. Das heißt, wir müssen sind selber dafür verantwortlich, wie wir Bäume fällen und neue Bäume kriegen. Also ja, wir haben sogar Piniensetzlinge. Die packe ich auch mal ins Inventar. Large Maple Tree. So, das müsste jetzt erst einmal... Oh, ein Apfelbaum. Den fällen wir auch. So, ein Apfelbaum. Genau, fällen. So, kriegen wir Äpfel und Holz. So, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall noch mehr Stein erstmal, damit wir unseren ersten Steinofen bauen können. Der ist so ziemlich das Wichtigste, was ich gesehen habe, was man am Anfang bauen sollte. Wir können hier auch Kotten und eine Bienenkolonie. Von der sollten wir uns auch fernhalten. Sogar die Bienen sind hier aggressiv. Nee, solange wir keine Waffe und Ausrüstung haben. So. Farben wir erst einmal hier ein bisschen die Gegend ab. Und dann würde ich sagen, nutzen wir diese Wiese hier, solange wir noch Tageslicht haben. In der Nacht wird es nämlich ungemütlich. Pile of Loks. Hier rum. Ah, hier sind ein paar Karotten. Ja, Hunger gibt es nämlich auch. Deswegen sollten wir schön ein paar Karotten einsammeln. Und da ist unsere Axt kaputt. Bauen wir einfach mal eine neue. Und am besten auch gleich die anderen Tools. Also eine Steinaxt. Eine Schaufel. Und eine Hoe. So, mit der Hoe müssten wir theoretisch das hier schneller abbauen können, genau.
Und ja, die Welt wird, wie man da unten gerade gesehen hat, da steht Generating Map. Die Welt ist unendlich groß, also man kann einiges erforschen. So, ein bisschen Gras können auch nicht schaden. Sammeln wir ein bisschen Gras ein. Zwischen dem Gras sind nämlich auch Weizensamen und Grassamen können wir auch gebrauchen. So, jetzt können wir beim Crafting Screen gucken. Erstmal zurücksetzen. Workbenches. Erstmal könnten wir ein Town Center bauen. Ja, wir können nämlich unsere ganze eigene Stadt bauen in dem Spiel. Dazu brauchen wir aber viel mehr Zeug. So, wir können einen Steinofen bauen. Das ist schon mal das Wichtigste zum Kochen. Bauen wir einfach mal ein und stellen den auch gleich auf. Und reißen ihn gleich wieder ab. So, in dem können wir Karotten kochen. Das ist dann schon mal besser als ungekochte Karotten. Wir können Potatoes, also ja, wir können ziemlich viel da drin machen. Crafting Components. Also ja, Einzelteile wie Butter können wir aus Milch machen. Käse können wir aus viel mehr Milch machen. Pasta können wir aus Mehl machen und so weiter. Und natürlich Mehl aus Weizen. So, immer zurücksetzen, sonst wird nicht alles angezeigt. Dekoration, alles. Ja, und ansonsten können wir Popcorn aus Butter und so weiter machen. Ja, also würde ich sagen, wir kochen erst einmal Karotten. Und ja, jedes Mal, wenn wir was craften, gibt das Erfahrungspunkte. So, also haben wir schon mal ein bisschen was zu essen. Können wir auch die Äpfel irgendwie zubereiten? Dazu setzen wir einfach hier die Äpfel rein und kriegen so den Filter. Also alles, wofür wir Äpfel brauchen, wird hier dann angezeigt. Apple Pie. Ja, dafür bräuchten wir eigentlich Zucker und Mehl und so weiter. Haben wir aber nicht. Gut. Steinofen. Gehen wir vom Steinofen weg und öffnen das Crafting-Menü so für Handcraft wieder. Gehen wieder auf die Workbench-Sachen, weil jetzt brauchen wir noch eine Steinschmelze. Und für die haben wir natürlich nicht genug Steine. Aber es liegen ja genug Steine um uns herum. Ja, und für alles andere brauchen wir dann halt Kupfer. Glas Alchemy Lab, da können wir Tränke nachher bauen. Gardening Bench könnten wir bauen, da können wir dann Seeds vorbereiten, wenn wir dann unsere eigene Farm machen wollen, aber das ist im Augenblick nicht nötig. Wir brauchen einen Stone Smelter. Also wechseln wir auf unsere Picke und zerdeppern hier ein paar Steine. So. Sammeln hier ein bisschen Äpfel ein. Und klopfen weiter Steine, bis wir 30 Stück erstmal zusammen haben. So, 30 Steine. Ich will mal kurz gucken, was können wir jetzt mit Gras machen. Ein Wicker Table, ah ja, ein dekorativer Tisch. Ein Grasbett, darin könnten wir schlafen. Dafür bräuchten wir allerdings mehr Gras, so können wir die Nacht skippen. Aber erst einmal der Steinofen, Workbench, Stone Smelter. So, den stellen wir einfach mal daneben auf. Und in dem können wir jetzt erst einmal Pitch machen. So. Ein bisschen Pitch machen. Also, das ist sowas ähnliches wie Holzkohle, würde ich mal tippen. Ich kenne leider das deutsche Wort dafür nicht. Und damit können wir jetzt handcraften. Misk? Nein, Torches, genau. Können wir ein Stack Torches machen und die hier rundherum ein bisschen aufstellen. Am besten hier anzeigen lassen, genau. Jetzt habe ich die Torches da fallen gelassen. Hier können wir den Bauradius nämlich sehen, wo wir überall Sachen bauen können. So, jetzt stelle ich hier um mein Lager herum mal ein paar Torches auf. So. Pack die restlichen wieder ins Inventar. Und jetzt kann ich mal gucken, was ich für
Building Materials, Stone Fireplace. Die bringt nur Licht. Ich hätte eigentlich gerne erst einmal Stone Fence. Stick Wall. Ja, eine Holzmauer. Nee. Also ja, man baut sich nachher ein eigenes Haus und so weiter. Aber erst einmal hätte ich gerne weg mit dir ein Grasbett. Ja, dazu machen wir einfach das Inventar auf. Packen das Gras hier rein. Grasbett. Brauche ich noch mehr Gras dafür? Okay. Das kriegen wir ja einfach, indem wir hier ein bisschen Gras zerhauen. Scorpion Lair. Goblin Tent. Okay, wir haben nette Nachbarn. Da sollten wir aufpassen. Gut. Jetzt müsste ich aber eigentlich das Grasbett bauen können. Genau, und hier einfach mal aufstellen. Und habe einen Bind Point gesetzt. Not tired right now. Okay, wir sind noch gar nicht erschöpft. Das werden wir wahrscheinlich... Ja, wir haben es gerade mal erst morgen. Gut, das werden wir wahrscheinlich später im Laufe des Abends werden. So. Ich versuche währenddessen mal noch ein bisschen Holz zu schlagen. Und dann demnächst eine Treppe nach unten zu bauen. Auch wenn ich die nicht gerade unbedingt direkt im Lager haben möchte, weil man kann Pech haben und unten auf was Garstiges stoßen. Und ja, wir brauchen eine Treppe nach unten, um auf die Mining-Ebene zu kommen. So. Bienenkolonie. Ah, ich blende mal wieder das hier aus. So. Hau noch auf ein paar Steinblöcken rum. Wir kriegen leider kein Kupfer. Birkenlock. Kammenlocks. Okay, das sind besondere Locks. Wie gesagt, das Spiel ist blind. Ich muss mich da selber ein bisschen reinfinden. So, aber was ich weiß, ist, dass wir eine Treppe nach unten brauchen. Die werde ich einfach mal hier setzen. Neben dem Mais. Mais, wilder Weizen. Da hat ein Schaf gerade Wolle verloren. Okay. Crafting. Jetzt brauchen wir, und zwar unter Building Materials müsste das genau sein. Genau, Wooden Stairs. Einmal Wooden Stairs. Und die müssen wir im Boden einsenken. So. Und kriegen dadurch ein Pile of Dirt erstmal, weil wir ja da den Boden rausgehauen haben. Und dann gucken wir mal, was uns da unten erwartet. Gar nichts. Gut, wir haben Stein um uns herum. Also hauen wir den Stein einfach mal weg. In der Hoffnung, dass wir so schnell wie möglich Kupfer finden. Das sieht gut aus. Was ist das? Block of Stone? Nee, Block of Dirt. Schade. Oh, und unsere Picke ist kaputt. Machen wir gleich mal eine neue Stone Pick. So. Aber für den Dirt nehmen wir dann doch lieber die Schaufel. Das geht dann schneller. Ah, da drüben ist Wasser. In Richtung Wasser wollen wir nicht. Klappen wir uns einfach mal in irgendeine Richtung. In der Hoffnung, dass wir nicht auf irgendwas Garstiges stoßen, wie ein Skelettfriedhof. So. Mit der W-Taste kann man sich übrigens auch bewegen in Richtung Maus. So, gucken wir uns mal um. Steine brauchen wir auf jeden Fall auch für unser Town Center nachher. So. Hier scheinen wir dann wieder Dirt zu haben, oder? Jupp.
Und wir haben wirklich viele Steinblöcke mittlerweile. Die können wir auch zu diesem kleineren Stein zerlegen. Ja. Okay, wir haben wieder keine Picke. Bauen wir gleich nochmal eine. So. Während wir hier unten nach Kupfer suchen. Kann ja nicht so schwer sein, Kupfer zu finden.